Liebes Auditorium, spätestens nach dieser Mittagspause ist klar, Sie meinen es wirklich ernst. Die Mittagspause ist Teil des Programms und nicht der Ort, wo man sich zu erholen pflegt. Dies soll keine Aufforderung sein, das jetzt in der nächsten Runde zu tun. Und ich bin gewiss, dass dieses Thema auch dazu führt, dass Sie alle große Lust haben, möglichst früh schon mit den beiden Panelisten hier zu diskutieren. Denn es geht wieder mal, könnte man fast sagen, um das Verbot des islamischen Kopftuchs einer Lehrerin. Ein Thema, was medial anders als das Vorgängerthema dazu führt, dass viele Menschen sich selbst berufen sehen, zu Verfassungsauslegern berufen zu sein, mit großer Aufmerksamkeit auch medial verfolgen, wie diese Debatte weitergeht. Und das bezieht sich nicht nur auf verfassungsdogmatische und juristische Entscheidungen im weitesten Sinne, weil ja auch viele andere Gerichte schon Kopftuchurteile gefällt haben, sondern es liegt auch daran, dass das Kopftuch so etwas wie ein Stellvertreter geworden ist für Konflikte, die wir nur in Teilen im Medium des Rechts lösen können. Das sind nämlich die Fragen, die ungelösten Fragen, die man mit dem Stichwort welcher Islam gehört zu Deutschland und wie äußert sich das in den besonders prekären gesellschaftlichen Räumen, und die Schule ist ein ganz besonderer dieser Räume, und deswegen wird diese Debatte auch gesellschaftspolitisch, religionspolitisch, schulpolitisch sehr aufmerksam verfolgt. Der Beschluss des ersten Senats vom 27. Januar ist nicht nur durch ein starkes Sondervotum ergänzt, und wir haben das große Vergnügen, dass einer der Autoren dieses Sondervotums, Herr Stuckebi, auch hier ist, sondern einer von beiden. Beide sogar. Noch besser. Also das Autorenteam ist hier. Wir haben ja gerade schon einen Sondervotenschreiber gehört, der sich eingemischt hat. Die Tatsache, dass wir zwei Entscheidungen mit Sondervotum jeweils hier besprechen, spricht auch dafür, dass es sich um wichtige Entscheidungen handelt, die in den politischen Raum zurückgehen. Auffällig ist die große Diskrepanz zu dem Grundsatzurteil von 2003, das der zweite Senat gefällt hat und im Grunde ja mit sehr wenig Vorgaben an den Gesetzgeber zurückgegeben hat. Dieser Beschluss des ersten Senats tut genau das Gegenteil, nämlich eines dieser Schulgesetze für verfassungswidrig zu erklären und relativ genau anzugeben, wie man sich das in Zukunft möglicherweise vorzustellen hat. Wir werden diskutieren über die Folgen, die dieser Beschluss für die Schulgesetzgebung, aber auch für die schulpolitische Praxis hat. Denn es ist bemerkenswert, dass bei der großen Zustimmung, die dieser Beschluss in den Kirchen, aber auch innerhalb der Politik, bei den Verbänden, auch bei den Islamverbänden hatte, die kritischen Stimmen entweder von denen kommen, die den Entschluss sehr genau gelesen haben, oder aus den Lehrerverbänden, und zwar parteiübergreifend, weil die Frage, wie sich das denn in der Schulpraxis zu realisieren habe, eine offene ist. Wir werden also nicht nur über verfassungsdogmatische Fragen reden, die auch die Frage berühren, wie sich denn die große Diskrepanz zwischen der Entscheidung des zweiten Senats und 12 Jahre später des ersten Senats aufzufassen ist und was man damit zu machen habe. Sondern wir werden auch darüber diskutieren, wie sich das auswirkt auf gegenwärtige religionspolitische Debatten, etwa um die Frage der Durchsetzung eines Vollverschleierungsverbots in der Schule, in Universitäten, aber auch in anderen Bereichen. Wir beginnen mit einem Statement der jeweiligen Panelisten. Beide kommen, wenn man so will, aus der gleichen staatsrechtlichen Schule und da bei Ihnen ja das Stammbäume identifizieren sehr beliebt ist, wenn man so will, auf einem Ast gewachsen. Beide aus Bonn, beide akademisch erzogen am Lehrstuhl Isensee, aber dann doch sehr unterschiedliche Berufskarrieren eingeschlagen. Sie sind mittlerweile Präsident des Verwaltungsgerichtshofs in Düsseldorf und auch Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen. Sie haben eine akademische Laufbahn eingeschlagen und sind mittlerweile Professor in Freiburg für Staatsrecht, Rechtstheorie, sind gleichzeitig auch der Leiter des Instituts für Kirchenrecht, was in diesem Falle besonders einschlägig ist.
und der Leiter des Kelsen-Forschungsinstituts, was darauf hindeutet, dass hier auch verfassungstheoretische Fragen eine Rolle spielen werden und mit ihnen dann gleichzeitig die Perspektive des Richters zur Geltung kommt. Hier wird es also weniger darum gehen, dass zwei sehr unterschiedliche staats- und verfassungsrechtliche Perspektiven zur Geltung kommen, als unterschiedliche Perspektiven der Professionen des Hochschullehrers und des Richters. Herr Heusch, Sie haben das Wort. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass ich hier vor dem illustren Publikum Auditorium sprechen darf als erstinstanzlicher Präsident über eine Entscheidung des höchsten Gerichtes. Bei der Lektüre der Entscheidung habe ich aber zuweilen gedacht, dass es kein Nachteil sein muss, wenn man relativ nah an der Realität dran ist. Ich spreche über die Entscheidung vom 27. Januar 2005. Mit dieser Entscheidung hat der erste Senat die nicht einmal 12 Jahre alte Entscheidung des zweiten Senats vom 24. September 2003 in wesentlichen Teilen konterkariert. Er hat damit aber nicht nur den anderen großen Spruchkörper düpiert. Ich lasse hier bewusst die Frage offen, ob nicht nach § 16 Bundesverfassungsgerichtsgesetz auch das Plenum hätte angerufen werden müssen. Viel gravierender ist, dass er den Landesgesetzgebern, die just nach Maßgabe der Entscheidung aus dem Jahre 2003 ihre Schulgesetze novelliert hatten, ich habe das für Nordrhein-Westfalen, das war ja auch Gegenstand in dem Verfahren damals verfolgt, dass er also genau den Landesgesetzgebern, die sich an das Bundesverfassungsgericht halten wollten, nachträglich wieder die Grundlage entzogen hat. Und das ohne jeden neuen Erkenntnisgewinn, der das rechtfertigen könnte. Der zweite Senat, zur Erinnerung, hatte damals ausdrücklich gefordert, dass zur Vorbeugung lediglich abstrakter Gefahren, die von Glaubensbekundungen von Lehrkräften in der staatlichen Schule ausgehen können, ein Gesetz erforderlich sei, an dem es damals fehlte. Zugleich hat das Gericht aber auch damals festgestellt, dass der Gesetzgeber zur Vorbeugung solcher abstrakter Gefahren tätig werden könne. Ohne jede vertiefte Auseinandersetzung, ja, man muss sagen, im Grunde ohne jede Auseinandersetzung. Und mit dieser höchstrichterlichen Aussage heißt es nun vom ersten Senat, nein, das normative Verbot des Tragens eines islamischen Kopftuchs ist nur bei einer konkreten Gefahr verfassungsrechtlich zulässig. Dass das Gericht insoweit das Gesetz nicht für nichtig erklärt hat, sondern in seinem Sinne verfassungskonform ausgelegt hat, ändert daran nichts, weil damit der klare und auch von der Senatsmehrheit ja erkannte Wille des Landesgesetzgebers konterkariert wurde. Umso erstaunlicher, das sei angemerkt, ist es freilich, dass die Senatsmehrheit, worauf das Sondervotum zutreffend hinweist, den Weg der verfassungskonformen Auslegung bei der Privilegierungsklausel des § 57, da geht es darum, dass eine Ausnahme gemacht wurde für die Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte, genau da, wo eigentlich der Wortlaut das nahegelegt hätte und wo das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesarbeitsgericht ja schon den Weg vorgezeichnet hatten, genau da wendet die Senatsmehrheit den Weg den Weg der verfassungskonformen Auslegung. An dieser Stelle, noch ungeachtet der inhaltlichen Richtigkeit der einen oder anderen Position, dazu komme ich jetzt gleich, und der hierfür vorgebrachten Argumente, meine grundlegende Kritik. Wenn das Bundesverfassungsgericht, die anwesenden Verfassungsrichter mögen mir diesen saloppen Ausdruck verzeihen, so wechselhaft und launisch agiert, wird es seiner überragenden Rolle und Aufgabe in der Wirklichkeit des gewaltengeteilten Staates nicht gerecht. Denn Bundes- und Landesgesetzgeber können die ihnen zugewiesene Verantwortung nur wahrnehmen, wenn sie verlässliche Grundlagen haben. Sie müssen wissen, in welchem verfassungsrechtlichen Rahmen sie sich bewegen können. Es genügt eben nicht, wenn sie jeweils nachher immer wieder korrigiert werden. Und hierfür ist es notwendig, dass sie sich grundsätzlich auch auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, jedenfalls bei unveränderter Sachlage, verlassen können. Ich weiß, dass das Gericht keiner Selbstbindung unterliegt. Ich weiß auch, dass natürlich bei einem personellen Wechsel jeder einzelne Richter in richterlicher Unabhängigkeit mitentscheidet und gleichwohl. Jeder Richter und das gesamte Kollegium muss bedenken, dass Verlässlichkeit auch ein rechtsstaatlicher und damit auch ein verfassungsrechtlich fundierter Wert ist, eine wesentliche Komponente zum guten Funktionieren des staatlichen Gesamtgefüges. Zum Inhalt. Inhaltlich leidet diese Entscheidung daran, dass ein für die freiheitliche Ordnung grundlegender Grundsatz verkannt wird und dieses Missverständnis eine unheilvolle Allianz eingeht mit einer eklatanten Realitätsferne. Dieser Entscheidung liegt nämlich bereits im Ausgang, ich kann es nicht anders sagen, ein verqueres Grundverständnis der vom Landesgesetzgeber geregelten Situation zugrunde. Im Grunde behandelt die Senatsmehrheit die Konstellation zwischen dem Staat, den Schülern, den Eltern
und der Lehrkraft wie eine beliebige Dreieckskonstellation, wie wir sie im Verwaltungsrecht vorfinden, im Polizeirecht oder Ordnungsrecht, und verkennt dabei fundamental, dass die Lehrkraft Amtsperson ist, die den Staat in Person gegenüber den Schülern und deren Eltern repräsentiert. Hieran krankte schon das Mehrheitsvotum im Urteil des Jahres 2003. Das damalige Sondervotum hat dieses Grundmissverständnis und seinen freiheitsverkürzenden Effekt schon damals auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Wer den grundrechtsverpflichteten Lehrer primär als Grundrechtsträger begreift und seine Freiheitsansprüche gegen Schüler und Eltern richtet, verkürzt deren Freiheit. Er schlägt keine Schlacht für die Freiheitsidee des Grundgesetzes, im Gegenteil. Ich schließe mich dieser Kritik, die ja auch dem Sondervotum jetzt zugrunde liegt, voll an. Die Freiheitsidee des Grundgesetzes wird geradezu pervertiert, wenn sie zugunsten von Amtsträgern bei deren hoheitlicher Tätigkeit just gegen die gewandt wird, die dieser hoheitlichen Tätigkeit recht ungeschützt ausgesetzt sind. Die Lehrkraft ist freiwillig in den Dienst des Staates getreten. Die Kinder und Jugendlichen werden vom Staat zum Besuch der Schule verpflichtet, notfalls zwangsweise angehalten. Wenn die Kinder dem Unterricht folgen, kommen sie dieser staatlich begründeten Pflicht nach. Wenn die Lehrkraft unterrichtet, übt sie ihr Amt aus, handelt hoheitlich, befindet sich nicht in ihrem grundrechtlichen Status. Die staatliche Schule erscheint den Kindern in der Person ihrer Lehrer, die ihnen gegenüber diese hoheitliche Gewalt ausüben. Dieses rechtlich begründete Machtgefälle wirkt besonders stark, weil die Kinder aufgrund ihres Entwicklungsstandes auch faktisch die Unterlegenen und Abhängigen sind. Ihr schulisches Gedeihen und Gelingen, damit auch der Beginn ihrer eigenen Biografie, hängt wesentlich auch von dem Verhältnis zu den Lehrkräften ab. In einem solchen durch Recht und Wirklichkeit einseitig ausgestalteten Machtverhältnis, die Grundrechte für den Inhaber der Machtpositionen in Stellung zu bringen, stellt die freiheitliche Ordnung des Grundgesetzes auf den Kopf. Die Versuche im Mehrheitsvotum, diese klare Scheidung aufzuweichen, schlagen fehl. Die diesbezüglichen Ausführungen bleiben auch bei nochmaligem Lesen recht blass, allgemein an der Oberfläche wenig konkret. Kurzum, sie sind sehr weit weg von der Situation, die der Landesgesetzgeber geregelt hat. Es sind wenig erfahrungsgesättigte Abwägungen. Das ist umso bedenklicher, weil sich die Richter, wenn sie sich selbst in solchen erfahrungsverdünnten Räumen bewegen, die nötigen Kenntnisse sich hätten verschaffen können. Ich will dieses Defizit an drei Aspekten verdeutlichen. So hebt der Senat hervor, dass mit dem Tragen eines Kopftuchs durch eine einzelne Pädagoginnen, anders als beim staatlich verantworteten Kreuz oder Kruzifix im Schulzimmer, keine Identifizierung des Staates mit einem bestimmten Glauben verbunden sei. Auch eine Wertung in dem Sinne, dass das glaubensgeleitete Verhalten der Lehrerin schulseits als vorbildhaft angesehen werde, könne der Duldung durch den Dienstherrn nicht entnommen werden. Soweit der Senat. Er wäre wohl zu einer anderen Einschätzung gelangt, wenn er die Akte und ihre Wirkungen aus der Perspektive der Schüler bewertet hätte. Und dies muss die maßgebliche Perspektive sein, wenn es darum geht, die Intensität einer grundrechtsrelevanten Maßnahme zu bemessen. Das Kreuz an der Wand ist stumm, nimmt den Schüler nicht wahr und kann umgekehrt vom Schüler im Alltag ohne weiteres ausgeblendet werden, verlangt keine Positionierung, wertet nicht und bewertet nicht. In der Person der Lehrerin tritt hingegen der Staat dem Schüler lebendig gegenüber. Die Lehrerin repräsentiert den Staat und zwar in ihrer ungeteilten Person. Sie ist nicht Privatperson und der Schüler scheidet auch in der Person der Lehrerin nicht eine dienstliche und eine private Sphäre, differenziert nicht zwischen dem Verhalten der Lehrerin und der Position des staatlichen Dienstherrn. Je jünger er ist, und wir reden ja auch über Grundschüler, umso weniger. Diese Lehrkraft vermittelt den Lernstoff, an ihr soll sich der Schüler im Idealfall ausrichten können. Sie soll Vorbild sein. Auch wenn sie es tatsächlich nicht ist, wirkt sie aufgrund ihrer staatlich verliehenen Position auf ihn ein, bewertet den Schüler. Ihr gegenüber befindet sich der Schüler in einem Abhängigkeitsverhältnis. Hiervon, wie es der Senat in seiner Mehrheit getan hat, zu abstrahieren, verkennt den maßgeblichen Lebenssachverhalt. In der Abwägung der widerstreitenden Belange und Interessen hat der Senat auch die grundrechtliche Position der Schüler, die an dem islamischen Kopftuch Anstoß nehmen, nicht hinreichend gewichtet. Dies gilt insbesondere mit Blick auf Kinder aus ihrerseits muslimischen Familien. Dieses Manko der gerichtlichen Entscheidung ist umso misslicher, als die alevitische Gemeinde in ihrer Stellungnahme genau in dem Verfahren ausdrücklich darauf hingewiesen hatte. Zum einen geht es um muslimische, insbesondere alevitische Mädchen, die kein Kopftuch tragen. Sie sind wegen dieses Verhaltens umso eher Vorwürfen von Seiten anderer muslimischer Mitschülerinnen ausgesetzt, als diese durch die Lehrperson in ihrer Überzeugung bestärkt werden.
Zum anderen geht es aber auch um Mädchen, die in der Emanzipation von den Vorgaben des Elternhauses das Kopftuch bewusst abgelegt haben. Ist dies, das kann man sagen, wenn man die doch noch oft patriarchalischen Strukturen in diesen Familien kennt, ist dies für Jugendliche schwer genug, sich hieraus zu lösen? Liegt es auf der Hand, wie die Begegnung mit der kopftuchtragenden Lehrerin auf diese jungen Menschen wirken wird? Schließlich sei ein dritter Aspekt genannt, der dann doch speziell auch mit der Aussagekraft des islamischen Kopftuchs zu tun hat und insoweit eben vielleicht dann doch nicht alle Merkmale von anderen oder alle körperlichen, das Nonnenhabit oder etwas vergleichbar macht. Wenn man zurückschaut, wann das Kopftuch im Islam eingeführt worden ist und welche Gründe es hatte, so war das Kopftuch oder der Schleier als Schutz gedacht für die ehrbare, freie Frau. Sie sollte vor zudringlichen Blicken und Übergriffen von Männern geschützt werden, indem sie eben ihre sexuellen Reize verdeckt. Sklavinnen enthielt man dieses Merkmal züchtigen Verhaltens sogar per Verbot vor, um keine Verwechslungen hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Status aufkommen zu lassen. Und ob man es will oder nicht, diese Dichotomie wirkt bis heute fort. Wir haben jüngst die Auswüchse erlebt. Männer aus islamisch geprägten Ländern und Gesellschaften haben offenbar Frauen, die nicht entsprechend bedeckt und gekleidet waren, als Objekte ihrer sexuellen Begierden betrachtet und benutzt. Und mit Blick auf diese eben nicht erst seit den Silvesterereignissen bekannt, auf dieses nicht erst seit den Silvestertagen bekannte Phänomen, wäre es zur Erfüllung des Auftrags der staatlichen Schule wichtig, gerade denen gegenüber, die in diesen religiös-kulturellen Traditionen verhaftet sind, diese Zweiteilung nicht durch eine Lehrkraft aufrechtzuerhalten und zu bestätigen. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass die jeweilige Lehrerin diese nicht akzeptablen Folgen gutheißt. Darum geht es nicht. Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, dass ihr Verhalten eben auch diese objektive Wirkung hat. Zum Ende meines Statements will ich noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen, der wiederum die Praxisferne und Folgenblindheit der Entscheidung des Ersten Senats belegt. In der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts setzt § 57 Schulgesetz grundsätzlich eine hinreichend konkrete Gefahr für den Schulfrieden im Einzelfall voraus, um das Verbot eines islamischen Kopftuchs zu rechtfertigen. Zwar darf der Gesetzgeber bzw. auf entsprechender Grundlage auch der Verordnungsgeber nach Auffassung der Senatsmehrheit auch vorbeugend für bestimmte Schulen oder Schulbezirke über eine gewisse Zeit auch äußere religiöse Bekundungen allgemein unterbinden. Die Hürden aber sind hochgelegt. Solche allgemeine Regelungen dürfen nur dann ergehen, wenn, so heißt es jetzt in dem Mehrheitsvotum, aufgrund substanzieller Konfliktlagen über das richtige religiöse Verhalten die Schwelle zu einer hinreichend konkreten Gefährdung oder Störung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität in einer beachtlichen Zahl von Fällen erreicht ist. Haben wir nicht diese Konfliktlagen, ist regelmäßig die Konfliktlösung auf die untere Verwaltungsebene delegiert, damit aber auch der Konflikt selbst. Wollen Eltern die Unterrichtung durch eine kopftuchtragende Lehrerin nicht dulden, müssen sie entsprechend dagegen vorgehen, bis eben der Schulfrieden gefährdet ist. Abgesehen davon, dass dies auf Seiten der Eltern eine gewisse intellektuelle, aber auch sprachliche Kompetenz voraussetzt, möglicherweise auch eine bestimmte Vernetzung und damit just nicht oder weniger wehrfähige Eltern evident benachteiligt, abgesehen davon, dass die Schülerinnen, die sich von ihrem Elternhaus emanzipieren und in die freiheitliche Gesellschaft integrieren wollen, alleine lässt, überfordert es die Schulleitungen, diese Konflikte angemessen zu lösen. Frau Basi sprachen das eben an, die Lehrerverbände, aber auch die Elternverbände in Nordrhein-Westfalen haben sich fast geschlossen, eben auch gegen diese jetzt in Kraft getretene Regelung genau aus dem Grund gewandt. Guter Gesetzgebung entspricht es gerade in solchen Fällen, eine generelle Lösung auf höherer Ebene herbeizuführen und damit die Verwaltungspraxis zu entlasten. Just dies hatte der Landesgesetzgeber getan, bevor das Bundesverfassungsgericht das Gesetz insoweit in sein Gegenteil verkehrt und damit seinerseits dem Schulfrieden, aber auch dem Rechtsfrieden im Lande, jedenfalls vor Ort, Schaden zugefügt hat. Vielen Dank. Das waren klare Worte. Eine Entscheidung aus erfahrungsverdünnten Räumen? Fragezeichen. Herr Gestedt, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass ich hier einige Worte sagen darf.
Nach der Dramaturgie soll ich ja der Verteidiger des Kopfbeschlusses sein, also gehöre zu jenen nach Ihrer Aussage, Frau Barth, die Beschluss nicht ganz genau gelesen haben. Ich sehe auch in einem weiteren Punkt wirklich ein fulminantes Maß an Humor der Konrad-Adenauer-Stiftung, dass sie just jenen zum Pflichtverteidiger dieses Beschlusses bestellt, der Weiland 2004 im Plenarsaal des Baden-Württembergischen Landtages neben dem jetzigen Senatsvorsitzenden saß, aber just die konträre Auffassung vertrat. Also ich darf jetzt den Beschluss des ersten Senats verteidigen gegen seinen Vorsitzenden. Noch einmal vielleicht zur Einleitung auch ein kleine biografische Notiz noch. In der Tat, ich habe in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und in Hessen Stellung genommen in den Verfahren 2004. Und es ging eigentlich im Wesentlichen um eine Frage, neben Privilegium Christianum, abstrakte oder konkrete Gefahr. Wir werden darauf zurückkommen. Da bestimme ich Herrn Heusch von ganz zu. Dass ich hier als Verteidiger engagiert worden bin, aus freien Stücken natürlich, bedeutet nicht, dass ich voll und ganz der Begründung der Mehrheitsmeinung nebenbei, die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist, ich werde sie im Folgenden nur aus heuristischen Gründen als Mehrheitsmeinung bezeichnen, zustimme. Interessant ist aber doch die Kontrastierung von Mehrheitsmeinung, bitte immer jetzt in Anführungszeichen, und abweichender Meinung. Darin nämlich, dass man sehr schön die Stärken und die Schwächen beider Ansätze erkennen kann, dass man sehen kann, wo sie sich überlappen und nicht nur divergieren und dass man beide nochmal ganz schön ins Verhältnis setzen kann zu der Entscheidung von 2003, denen gegenüber beide, sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsmeinung, aus meiner Sicht einen deutlich höheren Differenzierungsgrad aufweisen. Vorab möchte ich aber doch sagen, nochmal ganz kurz uns daran erinnern, worum es eigentlich geht. Das ist vielleicht nach dem fulminanten Statement von Herrn Heusch nicht mehr jedem ganz klar vor Augen. Es geht um das bloße Tragen eines religiös motivierten Kleidungsstücks, wie etwa dem islamischen Kopftuch. Es geht nicht um andere Formen des Einsatzes eines Kleidungsstückes im Rahmen echter Missionierungsarbeit in weitergehender, sprachlich etc. vermittelter Beeinflussung der Schüler. Punkt zweitens, es geht um das Tragen einer bestimmten Form eines islamischen Kopftuches. Es geht nicht um jegliche Form religiös motivierter Kleidungsstücke, insbesondere nicht etwa um die Burka. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, da haben Sie eine Vollverschleierung. Das ist schon aus pädagogischen Gründen und damit aus Gründen des geordneten Schulehaltens völlig unzulässig. Eine Erziehung von Angesicht zu Angesicht ist bei uns das Übliche. Ich möchte meine Überlegungen auf vier Aspekte konzentrieren. Erstens noch mal kurz nachdenken auf den Faden des Urteils des zweiten Senats, des Beschlusses des ersten Senats über das Neutralitätskonzept, was ich leicht abweichend, aber in der Sache völlig identisch mit dem, wie es sonst genannt wird, exkludierendes versus inkludierendes Neutralitätsverständnis bezeichnen möchte. Also das Distanzierende wäre das Exkludierende, das Übergreifende in der Wortwahl als Böckenfürdes, das Inkludierende. Zweitens, das hat Herr Heusch auch angesprochen und sehr stark betont, auch darauf möchte ich eingehen, die Asymmetrie der rechtlichen Situation von Lehrpersonal einerseits und Schülern wie Eltern andererseits. Drittens, die Grunddichotomie, die Grundalternative, abstrakte versus konkrete Gefahr. Und schließlich, in ganz ähnlichem Sinne wie Herr Heusch, auf die Frage, auf das Problem der verfassungskonformen Auslegung just in diesem Beschluss. Zunächst zum Neutralitätskonzept. Da haben wir eine markante Divergenz zwischen beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, während die 2003er Entscheidung eigentlich eine Wahlfreiheit des Gesetzgebers offeriert zwischen inkludierender und exkludierender Neutralität, haben wir ein sehr deutliches Votum 2015 des ersten Senats, der sagt, nichts exkludierend, inkludierend. Ich würde beides so nicht unterschreiben, sondern würde Ihnen Folgendes anbieten. Wir haben in der Tat eine Konkurrenz zwischen den beiden Konzepten von inkludierender und exkludierender Neutralität. Aber soweit der Staat Sozialbereiche in Obhut nimmt, wie das typischerweise jetzt bei der Schule der Fall ist, haben wir ein Rechtfertigungsgefälle. Der Staat muss, um es plastisch zu formulieren, den Freiraum zurückgeben zur Grundrechtsausübung, den er nicht benötigt, um funktionsfähig
diesen in Obhut genommenen Freiraum, dieses betreffende System betreiben zu können. Das gilt in der Schule gleichermaßen wie etwa bei Strafgefangenen und sonstigen früher sogenannten besonderen Gewaltverhältnissen. Die, um einen Begriff von Josef Isensee zu nennen, die Grundrechtsofferte, die der Staat unterbreitet, unterbreitet dieser mit anderen Worten in solchen Konstellationen nicht freiwillig, sondern es ist eine pflichtige, aus Sicht des für den Staat pflichtige Grundrechtsofferte, wie wir es etwa erleben in der Entscheidung zum Schulgebiet. Damit haben wir in diesen Bereichen also ein in dubio pro inkludierende Neutralität. Die exkludierende Neutralität, die distanzierende Neutralität, für die so der zweite Senat eigentlich auch eine Wahloption besteht, denke ich, wäre überhaupt nur zu rechtfertigen, wenn anders, in unserem Beispiel ordnungsgemäßes Schule halten, nicht möglich ist. Dafür oder dabei hat der Gesetzgeber natürlich einen Einschätzungsspielraum. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Einschätzungsspielraum mit Wahlfreiheit nicht verwechseln. Um ein Beispiel zu geben, wo dann eine exkludierende Neutralität gewählt wird, ist der Fall, den das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat zum As-Salat, also dem islamischen Gebet, auf dem Schulflur. Nach vielfältigen Vermittlungsversuchen wurde letztlich eine distanzierend ausgrenzende Lösung sozusagen gefunden, ein Verbot ausgesprochen. Damit zum zweiten Punkt, der Asymmetrie der Rechtfertigungslage. Besonders bei der abweichenden Meinung wird das besonders auffällig und in meinen Augen im Ausgangspunkt auch völlig zutreffend betont, die Asymmetrie im Verhältnis von Lehrkraft einerseits, Schülern und Eltern andererseits. Ich kann mich hier sehr kurz fassen, da ich eigentlich all das, was im Ausgangspunkt Andreas Heusch gesagt hat, unterschreiben kann. Also die Lehrkraft, die freiwillig in der Position ist, in der sie Staatsgewalt ausüben kann. Und jenseits der Menschen, durch die dieser Staat handelt, können eben die Grundrechtsbindungen, die grundrechtlichen, verfassungsrechtlichen Bindungen, die den Staat treffen, überhaupt nicht realisiert werden. Und auf der anderen Seite eben die Schüler und die Eltern, die der Staatsgewalt ausgesetzt sind und wegen der Schulpflicht grundsätzlich unausweichlich. Das heißt aber nicht pari passu. Erstens, das klang im Votum von Herrn Heusch so durch, übrigens nicht im Sondervotum, wenn ich es genau genug gelesen habe, dass sich Lehrkräfte überhaupt nicht im Dienst auf Grundrechte berufen können. Das Votum habe ich genau gelesen. Am Ende sagt nämlich auch das abweichende Votum einer Verfassungsbeschwerde hätte auch nach dem Sondervotum stattgegeben werden müssen und dann setzen wir voraus, dass da Grundrechte im Spiel waren. Das scheint mir ein überwundenes Denken zu sein. Ein Denken in besonderen Gewaltverhältnissen, in Sphären, in denen keine Grundrechte gegeben sind. Auch Lehrpersonen, auch soweit sie Staatsgewalt ausüben, geben ihre Grundrechte, um es auch hier nochmal bildlich zu formulieren, nicht an der Schulpforte ab. Sie müssen sich aber Grundrechtseingriffe gefallen lassen, die leichter zu rechtfertigen sind. Die Grundrechtsausübung sozusagen bei Gelegenheit des Amtes muss eben mit den verfassungsrechtlichen Pflichten vereinbar sein, denen der Staat unterliegt. Das ist eine stark abgesenkte Rechtfertigungshürde, aber es ist eine Rechtfertigungshürde. Zweitens denke ich, mit der Asymmetrie geht nicht einher, dass die Grundrechtsausübung von Lehrkräften stets und ausnahmslos hinter der Grundrechtsausübung von Schülern und Eltern zurücktreten muss. Damit könnte man dann in der Tat eine abstrakte Gefahr leicht als, also für den Schulfrieden leicht als ausreichend betrachten. Die in Anführungszeichen einfachere Rechtfertigungsmöglichkeit erübrigt noch einmal nicht die Rechtfertigung im Einzelfall. Und nebenbei auch im Verhältnis Staat-Lehrerin als Grundrechtsträgerin haben wir ein Rechtfertigungsgefälle zulasten des Staates. Damit bin ich am zentralen Scheidepunkt von Mehrheits- und Minderheitsvotum der abstrakten oder der konkreten Gefahr für den Schulfrieden. Die abstrakte Gefahr für den Schulfrieden bedeutet, und das scheint mir ganz zentral zu sein, hier hervorzuheben, wir sprechen ein Gebot ohne Rücksicht auf den konkreten Einzelfall aus. Völlig rücksichtslos. Das kommt grundrechtsdogmatisch einem, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne gleich. Das scheint mir aber mit einem individualgrundrechtlichen Ansatz, der eben ein Absehen vom individuellen Fall, vom konkreten Fall nicht vorsieht oder dem gerade wehrt, nicht recht vereinbar zu sein.
Ohne Rücksicht auf den einzelnen Fall scheint mir daher überhaupt, also eine abstrakte Gefahr, grundrechtlich nur zu rechtfertigen zu sein, wenn sich entweder damit alle Fälle in ihrem Gefahrenpotenzial erfassen lassen, das ist aber eben nicht ohne Rücksicht auf, oder aber, wenn mit den wenigen abweichenden Fällen, den Ausnahmekonstellationen, um der Erreichung des Ziels willen wegen, nicht anders verfahren werden kann. Noch nicht mal über Dispense und ähnliche Ausnahmekonstruktionen. Soweit die schöne, klare, alternative Entgegensetzung von abstrakter und konkreter Gefahr. Ich denke, es ist wichtig, und da kann man dann Minderheiten, Votum und Meinung des Senats vielleicht doch wieder ein bisschen aneinander führen, die kategoriale Unterschiedlichkeit, die sie in abstrakt und konkret andeutet, ist ja keine in realiter so gegebene. Beide liegen nicht so weit auseinander. Im abweichenden Votum liest man mehrfach von vorbeugend. Wohlgemerkt, vorbeugend ist nicht abstrakt. Man liest des Weiteren von vornherein vermeiden. Aber es geht doch um die Vermeidung konkreter Konflikte, also auch nicht abstrakt. Dahin scheint das Sondervotum zu zielen. Und auch das Mehrheitsvotum bringt ja eine Konstellation, den Hinweis, dass eben, das hat Herr Heusch schon gerade zitiert, in bestimmten Schulen aufgrund substanzieller Konfliktlagen die Schwelle zu einer hinreichend konkreten Gefährdung durch Schulfriedens erreicht ist, dann könnte man eben auch ein allgemeines, ein generelles, kein abstraktes, auch wiederum hinreichend konkret, ein generelles Verbot aussprechen. Da kommen doch die Dinge zusammen. Ich denke auch nebenbei, das war schon 2004 mein Vorschlag, den der Gesetzgeber nicht gefolgt ist, in keinem der Länder. Das war schon ein Angebot. Es war also nicht so, dass die 2003er Entscheidung das Gesetzgebungsprogramm völlig durchformuliert hat und die Gesetzgeber haben es einfach vollzogen und jetzt werden sie vom ersten Senat düpiert. Man kann ja Regeln, auch aufgrund der Asymmetrie der Rechtfertigungslage, kann man ja doch die rechts- oder die legistische Konstruktion des Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt wählen. Sie können ein solches Verhalten vorbeugend verbieten. Aber Sie müssen doch im Einzelfall, ohne Ansehen des Einzelfalls, Sie müssen doch im Einzelfall den Gegenbeweis führen lassen. Ja. Sie können sogar noch einen Schritt weitergehen. Auch das, denke ich, würde von der Asymmetrie noch getragen werden und würde auch die Billigung der Mehrheitsmeinung des Ersten Senates finden. Sie könnten sogar die Nichterweislichkeit der Unschädlichkeit des Verhaltens für den Schulfrieden könnten Sie zulasten der Lehrkraft, der Amtsträgerin gehen lassen und nicht zulasten der Schülerinnen und der Eltern. Das könnten Sie alles tun. Nur Sie haben immer noch das Ventil des Einzelfalles. Sie müssen den Gegenweis, so er führbar ist, auch zulassen. Daher denke ich, unter individualgrundrechtlich verfassungsstaatlichen Auspizien ist das mit dem Hobeln und den Spänen eben nicht ganz angezeigt. Was mich nun an der Mehrheitsmeinung nicht überzeugt, will ich gar nicht lange ausführen. Ich will nur einen Punkt herausgreifen, aber doch ganz kurz drei andere Punkte nennen. Mir ist ehrlich gesagt, und da sehe ich mich ganz im Einklang mit dem Minderheitenvotum, nicht ganz klar geworden, warum neben dem 57 Absatz 4 Satz 1 auch der Satz 2 und insbesondere das sogenannte Privilegium Christianum des Satzes 3 in die Prüfung hat einbezogen werden müssen. Darauf konnten sich die Beschwerdeführer ja gar nicht berufen. Das tat auch im konkreten Fall für die konkreten Überlegungen relativ wenig zur Sache. Damit bin ich beim zweiten Punkt, der natürlich damit zusammenhängt, dass ich den Teil über die Geschlechtergleichheit, ehrlich gesagt, auch bei genauer Lektüre nicht ganz verstanden habe. Das ist die Konstruktion des gerade des Ersten Senates, dass man mit Vorstellungen von mittelbarer Diskriminierung, also statistischen Werten, arbeiten möchte, wenn man hingegen den 57 Absatz 4 Satz 3 das Privilegium Christianum gestrichen hat, als verfassungswidrig verworfen hat, trifft das Verbot des Satzes 1 sämtliche Bekundungsformen. Und warum das dann nur noch ein Kopftuch soll treffen können und damit sozusagen die Gleichheitsfrage aufgeworfen ist, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Dritter Punkt, warum man im Rahmen einer Urteilsverfassungsbeschwerde über die Hilfskonstruktion des Artikel 31, habe ich auch noch nie gesehen, gegen Landesrecht auf einmal sogar noch Bundesrecht einführt, nämlich das Allgemeine Gleichstellungsgesetz als Prüfungsmaßstab und die Europäische Menschenrechtskonvention, die im Rahmen eines einfachen Bundesgesetzes steht, fand ich auch überraschend, zumal es im Ergebnis gar nicht darauf ankommt.
hätte man hier vielleicht etwas vorsichtiger entscheiden können. Sagen, man kann da hinstehen lassen, ob eine so gewagte Konstruktion möglich ist. Selbst wenn, dann wäre es vereinbart, es hätte ja gereicht. Wozu ich aber ganz kurz und abschließend noch was sagen möchte, ist der Umgang mit dem prüfungsgegenständlichen Gesetz und, ich sage das mal so ganz deutlich, der taktische Einsatz der verfassungskonformen Auslegung. An zwei zentralen Stellen der Entscheidung kommt es zu diesem aus meiner Sicht nicht sehr geschätzten Methodenmodell der verfassungskonformen Auslegung. Der 57 Absatz 4 Satz 1 wird verfassungskonform reduziert auf konkrete Gefahrenlagen. Der 57 Absatz 4 Satz 3, das sogenannte Privilegium Christianum, dagegen erfährt keine verfassungskonforme Auslegung. Ob das je für sich überzeugend ist, in sich konsistent ist, mag mal dahinstehen. Die Kombination beider Varianten hat mich sehr irritiert, ehrlich gesagt. Nicht nur, dass beim 57 Absatz 4 Satz 1 ein glasklarer Wille aller Landesgesetzgeber vorzufinden war. Also ich war damals bei der Verliererseite völlig eindeutig. Und dass ich jetzt zum Gewinner erklärt werde, irritiert mich ehrlich gesagt über den Weg der verfassungskonformen Auslegung. Es war völlig klar, das war die Pointe dieses Gesetzes. Die Pointe war, nicht auf den Einzelfall zu schauen. Just weil man auf die Lehrer und die Lehrerverbände hört und sagte, bitte nicht an den Einzelstuhl. Nebenbei, das hätte man auch lesen können, indem man es dem Schulamt und dem Ministerium übertragen hätte, diese Kompetenz. Aber das war die eigentliche Pointe. Deswegen finde ich es irgendwo ein Taschenspielertrick in einem Absatz mit 9 Zeilen, wir können auch einen zweiten Absatz zunehmen, zu sagen, das können wir als Minus aus dem größeren Ganzen herausschneiden. Also da, in der Tat, denke ich, hält sich das Verfassungsgericht nicht an die eigenen Maßstäbe, die ich schon aus methodischer Hinsicht für zweifelhaft genug halte, weil ich die verfassungskonforme Auslegung für ein zweifelhaftes Instrument halte der nachträglichen Verbiegung des Gesetzes aus Verfassungssicht. Beim 57 Absatz 4 Satz 3, dem sogenannten Privilegium Christianum hingegen, funktioniert das dann offenbar nicht. Dazu braucht allerdings der Senat 7 Randnummern. Und das auch dann gegen das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesarbeitsgericht. Nebenbei, ich denke, hier sprechen sogar die besseren entstehungsgeschichtlichen Gründe für die Meinung des Senats. Weil in der Tat, was das Bundesverwaltungsgericht seinerzeit versucht hat, den Klein zu interpretieren, nahm ihm auch just den Stachel. Der eigentliche Gag dieser Bestimmung sollte just sein, dass Kippa, das Schmuckkruzifix und das Habit, dass das eben in der Schule tragbar sein sollten, anders als das Kopftuch. Alles in allem zeigt dieser Beschluss aus meiner Sicht in paradigmatischer Weise die Grundproblematik der verfassungskonformen Auslegung. Aber damit bewege ich mich, glaube ich, schon fast außerhalb des Mainstream. Dankeschön. Verehrter Herr Hestedt, vielen Dank. Sie können ganz sicher sein, wir haben Sie nicht als Verteidiger des Beschlusses eingeladen, sondern als einen gründlichen Hermeneuten, als der Sie sich auch erwiesen haben. Und Sie eben genau als derjenige, der als Richter deutlich näher an Problemkonstellationen sind, die dann aus dem Einzelfall und seiner Prüfung möglicherweise resultieren. Ich würde gerne aber, bevor ich das relativ schnell öffne, was viele mir in der Mittagspause gesagt haben, weil doch viele auch gerne was zu dieser Konstellation, zu der Problematik sagen wollen, nochmal auf einen Dissens beziehen, der mir interessant erscheint, nämlich die Frage, inwiefern die Lehrerin als Repräsentantin des Staates Grundrechtsträgerin ist und was die Einschränkungen dann bedeuten könnten im Falle des Kopftuchs oder eben gerade auch nicht bedeuten können. Ich habe nicht gesagt, dass man als Beamter, das ist mir wohl bewusst, dass das besondere Gewaltverhältnis nicht mehr so existiert, wie es vorkonstitutionell mal war. Mir ist klar, dass die Lehrerin sich auch auf Grundrechte berufen kann, aber gegenüber dem Staat. Und das, was hier passiert, ist ja, dass sie, die Grundrechte werden ins Feld geführt gegen die Schüler. Das ist ja der große Unterschied. Natürlich bei der Ausübung ihrer staatlichen, ihrer hoheitlichen Tätigkeit, zu der sie aufgrund ihres Amtes verpflichtet ist. Aber hier werden ihre Grundrechte angeführt gegen die Schüler. Und da ist dann doch eben die Asymmetrie, dass die Schüler nicht freiwillig da sind, sondern der Schulpflicht genügen. Die Lehrerin hat sich freiwillig dann in diesen Dienst begeben. Und in dieser Konstellation, nicht grundsätzlich, sondern in dieser Konstellation müssen die Grundrechte gegenüber den Schülern, die Grundrechte der Lehrerin gegenüber den Schülern zurücktreten.
Darf ich nur auf einen Aspekt nochmal aufmerksam machen, weil immer nur noch von der Gefahr die Rede war und wie das möglicherweise bei den Schülern und Eltern ankommen könnte. Ein Aspekt, den ich hatte den kurz erwähnt, ist auch in der Entscheidung überhaupt nicht angesprochen worden, wie möglicherweise das Kopftuch mit seinen doch problematischen Konnotationen, über die der Senat im Übrigen auch, obwohl es da fundierte Meinungen gegeben hat, einfach hinweggegangen ist. Wie das Kopftuch gerade bei denen ankommt, die damit einverstanden sind. Ob nicht gerade bei denen die Dichotomie, ich habe es eben angesprochen, gerade dadurch bestärkt wird, dass die Lehrerin mit einem Kopftuch erscheint und dieses Kopftuch, das schreibt ja auch die Senatsmehrheit, als verpflichtend ansehen muss. Für sich persönlich. Also zunächst einmal wäre mir neu, dass die Lehrerin die Grundrechte gegen die Schüler wenden kann. Darum geht es ja gar nicht. Da muss ich dann doch an den gemeinsamen Lehrer erinnern. Wir reden über drei Dreieckskonstellationen. Störer, Opfer und Staat. Der Staat gleicht hier den Grundrechtskonflikt aus. Nebenbei, sie wendet sich ja gegen einen staatlichen Akt, sie wendet sich gegen ein staatliches Urteil und auf der Grundlage eines staatlichen Gesetzes. Der Staat hat eine Grundrechtskollisionslösungsaufgabe. Die hatte hier betätigt in einer Weise, sagt, eine abstrakte Gefahr reicht aus. Ja? Und da stehen auf beiden Seiten Grundrechte, die er auch zum Ausgleich zu bringen hat. Adressat der Grundrechte ist jeweils nur der Staat. Da denke ich, ist überhaupt kein Problem gegeben. Ich möchte aber nochmal daran erinnern, wir reden nicht über 100:0. Darüber reden wir nicht. Herr Heusch, was Sie vertreten, ist, dass zu 100% die Lehrerin zurückstehen muss. Ich sage 95%. 5%, den Puffer müssen wir lassen. Was wollen wir der Lehrerin sagen, wie hier einer der beiden Beschwerde führen, die jahrelang in der Schule unterrichtet, es gibt keine einzige Beanstandung. Was wollen wir der sagen? Wollen wir der sagen, es gibt aber objektive Interpretationen des Kopftuches, die sind ganz problematisch und da kann es zu massiven Störungen des Schulfriedens kommen. Da habe ich ein Problem mit, ehrlich gesagt. Das passt in mein individualrechtlich konzipiertes Weltbild als Jurist nicht wirklich rein. Der muss sich eine substanziellere Antwort geben. Und noch einmal, ich habe Ihnen gerade einen Vorschlag unterbreitet, wie weit, denke ich, der Gesetzgeber gehen könnte. Mit einem Verbot, einem Erlaubnisvorbehalt, mit dem Erweislichkeitsrisiko bei der Lehrkraft. Also ganz hohe Hürden. Aber wenn die genommen werden, und im konkreten Fall bei der ersten Beschwerdeführung habe ich jetzt keinen Anhaltspunkt, dass das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich massive Probleme, zu sagen, weil irgendwo anders, in anderen Konstellationen, von anderen Personen, die nicht im konkreten Abhängigkeitsverhältnis mitspielen, nicht zu den Schülern, nicht zu den Lehrern, nicht zu dieser Schule, gar nicht zu dem Landkreis etc. gehören, unter diesem Verweis, den würde ich mir auch nicht gefallen lassen, ehrlich gesagt. Vielleicht darf ich noch was ganz kurz sagen, Kopftuch. Das Kopftuch als solches kann ja durchaus, und das war ja auch schon länger thematisiert, kann ja durchaus ein Indiz für eine Intransigenz der Lehrerin sein. Beim Einstellungsgespräch wird man das feststellen können. Noch einmal, uns geht es nur um die Konstellation, dass die Lehrerin die freiheitlich-demokratische Grundordnung befolgt, die Kinder nicht indoktriniert, missioniert, sondern nur während ihrer Amtsausübung das Kopftuch trägt. Das ist die Konstellation. Über mehr reden wir nicht. Alles andere ist völlig unproblematisch. Dann sind wir bei 100:0. Dazu nur kurz, was Einstellungsgespräche angeht. Ich selbst führe ja auch solche. Was man da feststellen kann, ist dann doch sehr begrenzt. Und die Wirkung, die ein Kopftuch haben kann, können weit über das hinausgehen, was mir die Lehrerin etwa oder die Bewerberin in dem Einstellungsgespräch vermitteln kann. Auch das ist, wenn ich das so sagen darf, nicht wirklich praxisnah. So ein Vorschlag wird man so nicht umsetzen können. Und dann noch anknüpfend an das Erste. Wir haben eben, das ist gerade das Grunddilemma, wir haben eben nicht die beliebige Dreieckskonstellation, die wir im Polizeirecht haben mit Störer und Opfer und dann der Staat eben, der versuchen muss, die Grundrechte auszugleichen, sondern hier, und das ist das Spezifische, hier ist nicht nur der Staat, sondern auch der andere ist in den staatlichen Bereich einbezogen. Und deshalb ist es eben nicht die beliebige Dreieckskonstellation, wie wir sie sonst vorfinden. Jetzt gibt es schon erste Wortmeldungen, deswegen öffne ich das Auditorium jetzt sofort. Herr Paulus, Herr Zizek, Frau Lübbe-Wolf, Herr Lorz. Ja, danke schön. Es war mir klar, dass es heute Nachmittag nicht so einfach wird wie heute Vormittag. Herr Heusch,
zu sagen, die eine Seite hat die Erfahrung und die andere hat sie gar nicht, wenn die andere Seite mit den Kirchen und auch vielen Praktikern übereinstimmt, das müssen Sie rechtfertigen. Ich habe jedenfalls von Ihnen keine echten praktischen Ausführungen gehört. Auch keine grundrechtlichen übrigens, mit Ausnahme des Endes. Das Bundesverfassungsgericht in irgendeiner Weise mit Köln in Verbindung zu bringen unter Kollegen, das müssen Sie vielleicht vor sich selbst rechtfertigen, aber das finde ich nicht akzeptabel. Ich möchte nur auf ein paar Punkte hinweisen, die auch in die Richtung gehen, worum es in dieser Entscheidung ging und worum es nicht ging. Es ging erst einmal um ein sehr nordrhein-westfälisches Konstrukt, nämlich die nordrhein-westfälische Gemeinschaftsschule, die sogar Verfassungsrang hat. Das ist eine Schule, in der von der Grundkonzeption her verschiedene religiöse Überzeugungen zusammentreffen sollen. Das ist die Regelschule in Nordrhein-Westfalen, aber es gibt auch zum Beispiel bekenntnisfreie Schulen. Die Entscheidung verhält sich selbst nicht zu bekenntnisfreien Schulen. Sie verhält sich damit jedenfalls nicht direkt zum Berliner Modell zum Beispiel. Also Vorsicht, es ist nur die nordrhein-westfälische Gemeinschaftsschule, die eine gewisse Vermutung für sich hat, dass sich verschiedene Auffassungen und religiöse Grundüberzeugungen dort treffen und dass das auch für Eltern gilt, die da ihre Kinder hinschicken. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, zu dem ich was sagen möchte, ist Satz 3 und Satz 1. Zunächst möchte ich daran erinnern, dass immer noch die Grundform im Bundesverfassungsgericht die Nichtigkeit von verfassungswidrigen Bestimmungen ist. Ich möchte auch und möchte die Frage stellen, was eigentlich mit der Vorschrift, mit dem Belassen der Vorschrift gewonnen wäre, wenn diese Vorschrift, anders übrigens als die nordrhein-westfälische Verfassung, die sie falsch, nämlich unvollständig zitiert und einseitig zitiert, also die eigene Landesverfassung, was mit damit gewonnen wäre, sie im Gesetzbuch zu lassen. Denn das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und da kam der Senat zu dem Ergebnis, zu dem er gekommen ist. Bei Satz 1 ist es ganz klar, welchen Restgehalt er hat, der gar nicht unwichtig ist. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, zu den Diskriminierungsverboten. Die faktische oder mittelbare Diskriminierung ist ja keine Erfindung des Bundesverfassungsgerichts. Sie kommt aus, wie Sie sich denken können, aus Europa. Und sie geht davon aus, dass überwiegend faktisch von einem Gesetz ein Geschlecht betroffen wird. In diesem Fall überwiegend faktisch Frauen. Und dieses Gesetz ist ja nicht umsonst und wird auch heute Nachmittag als Kopftuchverbotsgesetz diskutiert, auch wenn es natürlich in seiner abstrakten Fassung auch für den Turban des Six und auch für, und wenn es nicht das Privilegium Christianum gäbe, das eben dann doch einen Einfluss hat, auch fürs Nonnenhabit und Ähnliches gelten würde, wenn man den Satz 3 nicht akzeptiert. Also hier sollte man schon auch diesen Hintergrund nicht vergessen, der dann dazu führt, dass man sich unter Umständen vielleicht auch prophylaktisch zu solchen Fragen äußert, denn dann sonst äußert sich jemand anders dazu und das dann abschließend. Auch das sollte man hier nicht vergessen. Das ist aber, glaube ich, und das hat Herr Jeschke zu Recht auch so präsentiert, eine Sideshow. Wenn ich auch sagen muss, wir müssen die MRK-Rechtsprechung insofern auf jeden Fall berücksichtigen, als wir wenigstens den Mindestmaßstab nur mit sehr, sehr guten Gründen reißen dürfen. Insofern müssen wir uns schon damit beschäftigen, was der Mindestmaßstab des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist, der ja bewusst, die Menschenrechtskonvention erlaubt ja höheren Standard. In diesem Fall kann man natürlich fragen, wenn man mit dem zweiten Senat sagt, bei Grundrechtskonflikten ist immer ein Standard höher und der andere niedriger, folglich sind wir da relativ frei, dann könnte man sich vielleicht das auch sparen können. Aber ich glaube, es ist nicht falsch, sich mit diesem Mindeststandard zu beschäftigen, zumal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja auf seiner Ebene auch eben gerade keine determinierende Wirkung fürs deutsche Recht hat. Und damit sich auseinanderzusetzen, ist meines Erachtens schon recht und billig gewesen. Aber zumindest, mehr möchte ich nicht sagen. Zumindest im letzten Passus sind eindeutig Sie angesprochen. Ja, sage ich ganz gerne was zu. Was mich irritiert war, dass die MRK zum Maßstabsrecht erhoben wird. Dass man sagt, wir haben noch ein Auge drauf, dass das irgendwie, was die MRK angeht, nicht aus dem Ruder läuft, kann man gerne tun. Aber Herr Braulus, da hätte man ganz kurz, zitiert wird Dahlab, sie hätten MSS gegen Frankreich zitieren sollen, das Burka-Verbot. Ja? Also mit Verlaub, wenn... Herr Menninghoff, kann ich helfen? Also... Ich füge hinzu, ich weiß auch nicht, ob ich das richtig verantworte. Aber da hätte man nur ganz kurz auf die Judikatur schauen können und hätte gesehen, das wird keinesfalls gerissen. Dass man das zum eigenen Maßstab nobilitiert, das hat mich eben irritiert. Also das war an diesem Punkt. Was Sie zur verfassungskonformen Auslegung sagen, ich hätte beide für verfassungswidrig erklärt.
ja, ich erkläre auch, sag auch gleich noch einen zweiten Satz dazu. Das wäre die saubere Lösung gewesen. Dann soll der Gesetzgeber schauen, was er an die Stelle setzt. Der Gedanke, haben wir einen Torso, der für sich nicht stehen bleiben kann und deswegen beseitigen wir nicht, setzt ja zunächst einmal voraus, dass wir ihn überhaupt beseitigen müssen oder nicht beseitigen müssen, dass wir ihn soweit Wahlfreiheit haben, die sehe ich nicht. Was das Privilegium Christianum angeht, ich hatte vorhin angedeutet, ich war in mehreren solchen Diskursen dabei und habe mehrfach Seite an Seite mit Ernst Wolfram Böckenförde genau zum Punkt Privilegium Christianum und konkrete Gefahr etwas gesagt. Das war immer dasselbe natürlich, nämlich Leute, schreibt da nicht abstrakte Gefahr rein und schreibt da nicht Privilegium Christianum rein, macht es über die konkrete Gefahr. Dort werdet ihr de facto Begründungsgleichheit, aber Wirkungsungleichheit, wenn ich dieses schöne Paar mal von Stefan Huster aufgreifen darf, dann werdet ihr im Zweifel im konkreten Fall immer mit den christlich konnotierten Symbolen die konkrete Gefahr unterfliegen vom Tatbestand her, weil sie keine konkrete Gefahr für den Schulfrieden bedeutet. Das können sie aber nicht normativ regeln. Dann laufen sie in der Tat in die Diskriminierung hinein. Ja, also das wäre auch sozusagen der Hintersinn auch noch gewesen fürs Privilegium Christianum. Es ist reingeschrieben worden, es war beabsichtigt. Also da halte ich die Lösung des Senats auch für richtig. Herr Schaschek. Jetzt ist es an. Gut. Drei ganz kurze Bemerkungen. Das erste geht zu einer Frage der Voreinstellung. Matthias Jehstedt, du hattest zu Beginn ausgeführt die Frage exkludierende, inkludierende Neutralität und dann so abgestellt darauf, naja, Schule ist ja im Prinzip eine quasi Monopolveranstaltung des Staates. Er muss viel hineinnehmen, deswegen muss er dementsprechend hohe Rechtfertigungslasten tragen. Dazu eine Frage oder Fragezeichen. Rechtlich, wenn ich da sehe, es gibt eine Privatschulgarantie, einfach rechtlich gibt es umfassende Finanzgarantien, die den Betrieb ermöglichen, Konkurrenz zu den umsonst staatlichen Schulen. Und ich glaube, dass sozusagen das keine monopolartige Veranstaltung ist, der Staat hier keine besondere, nochmal vielleicht gesteigerte Rechtfertigungslast trägt. Man kann sich da auch ein bisschen an der nicht ganz glückseligen Rundfunkrechtsprechung orientieren. Vielleicht eher Außenpluralismus als Binnenpluralismus könnte eventuell angedacht werden. Wie gesagt, ich glaube, die Dinge sind differenzierter. Der zweite Punkt, Gefahrenabwehr. Ich glaube, da liegt ein zentraler Punkt. Das wird ja recht eng verstanden in vielen Entscheidungen und auch vielen Stellungnahmen dazu, polizeirechtlicher Art. Es geht um reibungslosen Funktionsablauf, keine Aufruhr, ein bisschen wie im Straßenverkehr. Verkennt das nicht grundlegend das, was mit Schule bezweckt werden soll und wie Schule abläuft, dass es auf mehr als auf ruhiges Nebeneinanderhocken ankommt, sondern auf Austausch, Kommunikation und Wertebildung und dass nicht das etwas mehr in den Blick genommen werden muss? Ich glaube, das ist einer der zentralen Stellen hier, wo wirklich einiges fehlt, wie auch immer die Entscheidung nachher ausgehen mag. Das ist dadurch nicht determiniert, nur Entscheidungen können da vielleicht Überzeugungskraft gewinnen, sich darauf einzulassen. Dritter Punkt, Delegation der Entscheidungsverantwortung auf die Verwaltungsebene. Das ist ja interessant, weil auch die jüngere Entscheidung hier vorsieht, dass die Verwaltung auf abstraktere Ebene regeln darf, allerdings unter gewissen Voraussetzungen. Und nun hat es Matthias, du gesagt, relativ viel von dem, was du an anderer Stelle vorgetragen hast, ließe sich da reinschieben. Darlegungslasten, Widerlegungslasten und Ähnliches. Frage, stimmt das so oder ist die Schwelle, die da gelegt wurde, an die Verordnungsbefugnis der Schulverwaltung nicht doch eine höhere und eine sehr enge? Möchten Sie da direkt? Ja, ne? Ja, das fügt sich auch ganz hübsch. Bei Punkt 1 will ich hart widersprechen und dann wird es milder. Schule, Monopol, ich habe nicht von Monopol gesprochen. Ich habe von in Obhut nehmen gesprochen. Monopol war nicht der Gesichtspunkt, der für mich zentral ist, sondern dass es sich eine staatliche Veranstaltung handelt, dass man sich der Staatsgewalt gegenüber sieht, der Staatsgewalt unterworfen sieht. Dass die Parallele zum Rundfunk halte ich für deplatziert. Der Rundfunk ist just organisierte Grundrechtssubstanz. Deswegen Außen- und Binnenpluralismus, das ist nicht Staat. Also ich halte beide Gesichtspunkte für nicht tragend und würde bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Punkt 2, Schulfrieden. Du spielst auf den Schulfrieden an. Das ist eine Formulierung, da muss man das Bundesverfassungsgericht in Schutz nehmen. Die hat das Verfassungsgericht nicht erfunden. Die taucht ja auch gerade in den letzten Jahren in der Judikatur des Bundesverwaltungsgerichts auf. Da muss man auch vorsichtig sein. Schulfrieden, ja, das klingt, Ruhe ist die oberste Schülerpflicht. Das ist nicht gemeint. Dahinter steht eher der Gedanke, deswegen habe ich es ja auch so formuliert, wenn wir es bei anderen Instituten wir uns das anschauen, der Funktionsfähigkeit von staatlichem Schulerhalten. Ich habe gesprochen von geordnetem Schulerhalten. Ja, nicht Ordnung im Schulerhalten, sondern geordnete Schulerhalten.
Und damit meine ich eben diesen dreifachen Auftrag, den Erziehungs-, den Bildungs- und Integrationsauftrag. Das ist ein sehr substanzieller dreifacher Auftrag, der lässt sich mit reiner Ordnung natürlich ganz und gar nicht herstellen. Ich lese auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts so, dass das Bundesverfassungsgericht sieht, dass man in dem Begriff des Schulfriedens neben dem Tatbestandselement der Weltanschauung Neutralität just eine Abbreviatur für all das hat. Ja, denn das Verfassungsgericht sagt ja auch nicht, der Assena sagt nicht, es ist der Schulfrieden. Mir würde es reichen, wenn ich es als Kürzel für 7.1 Grundgesetz hätte. Sondern sagt eigentlich, im Schulfrieden sind die ganzen verschiedenen Grundrechtspositionen, die es vorher aufzählt, ja minutiös aufzählt, enthalten und gleichsam wie dort in Ansehung des Schulerhaltens, staatlichen Schulerhaltens, ein Kompromiss gefunden wird, praktische Konkordanz gefunden werden kann. Das, so lese ich das, was der Senat unter Schulfrieden versteht. Delegation auf die Verwaltung. Nun, an dem Punkt könnte man sogar die Entscheidung, diese Passage für ein obiter Diktum halten, weil sie nicht mehr tragend ist. Der Senat sagt nur noch, um zu erläutern, Einzelfall, wie weit Einzelfall gehen kann, ob das alles schon völlig ausgedacht ist. Wie gesagt, das wäre auch meine Anfrage in den Saal an der Senat. Ich hätte die Hoffnung, der Senat würde es für vereinbar halten. Ein Modell, wie ich es vorgestellt habe, also ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, auch das spricht der Senat als solches nicht an, dass auch sowas darunter fallen könnte. Im Grundduktus würde ich das so auch verstehen wollen. Ob das der Senat schon geglaubt hat, er solle hier für den Gesetzgeber formulieren, was der Gesetzgeber vorsehen darf, weiß ich nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Gesamtduktus der Entscheidung ist dann doch ein judikativer Maximalismus. Also möglicherweise, aber da mag Herr Paulus was zu sagen, war es dann doch in dem Sinne gemeint, da würde ich dem Senat nicht beitreten. Ich habe überlegt, ob ich mich überhaupt dazu äußern soll. Ich wollte doch nochmal auf Sie erwidern, Herr Paulus. Das war so ein etwas, das war nicht meine Absicht, aber von Ihrer Antwort war etwas so, klang etwas beleidigt. Das war nicht meine Absicht, als ich eben die Entscheidung kritisiert habe. Vor allen Dingen habe ich nicht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Verbindung gebracht mit den Kölner Ereignissen. So eine Verkürzung bringt eine Diskussion in eine Schieflage und nicht von meiner Seite. Worauf ich hingewiesen habe, ist, dass das Kopftuch von seiner Entstehung her einen problematischen Hintergrund hat. Und das muss nicht bei jeder Frau, die ein Kopftuch trägt, so sein. Aber offensichtlich ist es in islamisch geprägten Ländern so, dass es immer noch diese Unterscheidung in den Kopf von den Menschen und den Männern gibt. Und das war der einzige Anknüpfungspunkt, das haben wir jetzt gesehen, aber das Problem ist schon viel älter. Das erlebt man in Schulen, wenn eben auch zum Teil Kinder aus muslimischen Familien eine Lehrerin nicht akzeptieren. Auch da tritt dieses problematische Verhältnis auf. Nur darauf wollte ich hingewiesen haben. Ich würde ganz gerne eine Sache anschließen. Und zwar, auch sollte der Senat in erfahrungsverdünnten Räumen leben, könnte ich mir lebhaft vorstellen, dass auch dort die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte bekannt ist. Und die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte im letzten Jahrzehnt, gerade in dem Bereich gibt es Dispense, religiös motivierte Dispense in der Schule, ist sehr, sehr restriktiv geworden. Ich, ehrlich gesagt, begrüße diese Judikatur insgesamt und habe überhaupt keine Probleme, das mit dem Beschluss des Ersten Senats zusammenzubringen. Nur um das nochmal klarzustellen, dieses Judikat des Ersten Senats wird in einen Kontext gestellt, der mich irritiert. Noch einmal, der Erste Senat sagt ja, unter welchen Bedingungen es verboten ist. Er sagt ja nicht, dass es unter jeden Bedingungen erlaubt. Ja, und noch einmal, wenn ich jetzt Herrn Paulus fragte, in wie vielen Fällen er denn glaubt, kann das Kopftuch draufbleiben oder nicht draufbleiben, ja, weiß ich nicht, ob er eher sagt 100% der Fälle oder vielleicht doch eher nur 10 oder 5% der Fälle, weil die Frauen eben im Zweifel dann in den 90% vielleicht nicht nur das Kopftuch tragen, sondern sehr viel mehr tun, das Kopftuch dann auf einmal in einem ganz anderen Kontext und Konnex steht. Ich gehe noch mal weiter jetzt in der Rednerinnenliste. Jetzt steht nämlich Frau Löbe-Wolf auf der Liste. Brauchen Sie ein Mikrofon? Dankeschön. Was die rechtspolitische Einschätzung der Folgen der Zulassung von Kopftüchern bei Lehrern, Lehrerinnen angeht,
bin ich diametral anderer Auffassung als der, die Herr Heusch hier gerade vorgetragen hat. Allerdings soll man ja seine rechtspolitische Auffassung auch nicht verwechseln mit dem geltenden Verfassungsrecht. Und deswegen habe ich immer die Entscheidung des Zweiten Senats in dieser Sache für richtig gehalten, dass das eine Frage ist, die letztlich der Gesetzgeber entscheiden muss. Bei der Frage, ob er nun dabei auf den jeweiligen Einzelfall abstellen muss oder ob er da eine pauschale Prognose, eine abstrakte Gefahr, wie hier gesagt worden ist, genügen lassen kann, möchte ich folgenden Gesichtspunkt doch als Bedenken gegen die individualistische Auslegung ins Spiel bringen. Wenn es letztlich um den Schutz des Friedens geht, dann haben alle die Regelungen, die eine Abwägung im Einzelfall erfordern, ein Problem. Das ist nicht nur bei der Frage des Kopftuchs der Lehrerin so, sondern auch bei der Frage des früheren Gotteslästerungsparagrafen. Heute ist es, glaube ich, Beschimpfung religiöser Bekenntnisse oder so ähnlich, also 166 StGB, wo man dann auch prüfen muss, ob eine etwas, was als Verunglimpfung eines Bekenntnisses angesehen werden kann, wo die Strafbarkeit davon abhängig gemacht wird, von der Eignung, den Frieden zu gefährden. Das Problem dieser einzelfallbezogenen Abwägung ist, dass es im Grunde eine Prämie auf Unfriedlichkeit darstellt. Das heißt, wer sich am unfriedlichsten aufregt, hat die besten Chancen, mit seiner Position, wo es nun lang gehen soll, was für Kleidungsstücke getragen werden soll, was gesagt oder gezeichnet werden können soll, durchzudringen. Und das halte ich für prinzipiell problematisch und eine gute Rechtfertigung für die etwas abstraktere Betrachtungsweise, weil das eben die ist, die den Belang, um dessen Schutz es letztlich geht und damit auch den Belang der Rechtfertigung der Beschränkungen, die auferlegt werden, dient, möglicherweise doch besser schützt. Das ist wieder Ihr Einstand und ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass Sie ja versucht haben, deutlich zu machen, es gibt zwischen konkreter und abstrakter Gefahr keine Pole, sondern gerade. Was bedeutet das denn eigentlich dann im Hinblick auf das, was Frau Lübbe-Wolf gerade gefragt hat? Beantworte ich gleich. Ich möchte ganz gerne direkt auf Frau Lübbe-Wolf eingehen. Prämie auf Unfriedlichkeit, darüber muss man nachdenken. Auch das Sondervotum sagt ja die Schwierigkeiten der Einzelfall eigentlich, Implementierung, ja, zeigt sie auf. Bin ich sofort dabei, ich sehe die Probleme auch nebenbei, ich sehe auch die Probleme, dass eine Lehrkraft nicht nur in der konkreten Klasse eingesetzt werden muss, sondern in vielen Klassen eingesetzt werden können muss, möglicherweise an verschiedenen Schulen und so weiter und so fort. Also um die Probleme noch weiterzuführen, die es da gibt. Was konkret die Störung des Friedens angeht, es wäre ein Missverständnis, wenn jetzt der Eindruck entstünde, das Thema des Schulfriedens, das Rechtsgut des Schulfriedens, wäre nur invoziert, wenn es sich um Grundrechtskonflikte handelt, von der einen oder von der anderen Seite. Nein, nein, wenn das Funktionsfähigkeit des geordneten Schulehaltens ist, taucht der Schulfriede immer auf. Das heißt, wer Randale in der Schule macht, um den Schulfrieden zu stören, der wird, wenn keine Grundrechtsinteressen von Lehrkräften dagegen stehen, sondern nur das geordnete Schulehalten, dem wird vor Augen geführt werden müssen, wohin seine Unfriedlichkeit führt. Also es ist nicht so, dass einfach das Eintreten des Tatbestandselements Schulfrieden genau dazu führt, dass die bisher den Status quo aufrechterhalten wollenden weichen müssten. Das ist nicht der Fall. Also auch hier müsste man dann zunächst Gespräche führen, müsste man schauen, ob man nicht einen Ausgleich hinbekommt. Punkt 1. Punkt 2, sollte das nicht möglich sein, würde ich sagen, ja, dann ist mit Rücksicht auf die Asymmetrie in der Rechtfertigungssituation Lehrkraft, Schüler und Eltern, ist am Ende die Lehrkraft gehalten, auch wenn sie es nicht ausgelöst hat, nachzugeben. Das würde ich ihr auch noch zumuten in dieser Konstellation. Da hätte ich dann am Ende auch keine Schwierigkeiten mit. Aber mir scheint ganz wichtig zu sein, der Schulfrieden taucht nicht nur auf, wenn es gegen Interessen von Grundrechtsträgern im Amt geht oder bei Gelegenheit der Amtsausübung meinetwegen geht. Deswegen, dann werden sie auch irgendwann auf Widerstand stoßen. Also es ist nicht widerstandslos. Und Ihre Frage war ja, das habe ich vorhin eigentlich versucht anzudeuten. Also ich denke, wir können den Dingen
der Gesetzgeber könnte denen sehr weit entgegenkommen, auch auf der Linie des ersten Senats. Das konkret heißt ja nicht, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen sein muss. Auch wenn man vorbeugend tätig wird, muss aber einen konkreten Anhaltspunkt haben. Ja, dann, glaube ich, muss man nicht die Schwelle der Störung abgewartet haben oder die Schwelle einer Gefahr, die wirklich nicht mehr aufzuhalten ist. Da, glaube ich, gibt es Möglichkeiten. Aber ansonsten, das Grundproblem dieser Prämie auf den Unfrieden, die kann ich Ihnen auch nicht lösen, finde ich aber auch keine Besonderheit dieses Falles. Und spricht schon gar nicht dagegen, jetzt sozusagen das Problem dadurch auszumerzen, dass ich eine ganz andere Ungerechtigkeit begehe, nämlich noch nicht mal mehr die Möglichkeit, denjenigen zubillige, die erweisen können, dass im konkreten Fall überhaupt keine Gefahr für den Schulfrieden vorliegt. Das ist nämlich sozusagen das Opfer, was Sie bringen müssten, um dem Problem der Prämie auf die Unfriedlichkeit zu entgehen. Dass ich denjenigen, die ganz friedlich sind, von vornherein die Möglichkeit entziehe, mit ihrem Recht durchzukommen. Herr Lorz, Sie könnten jetzt aus der Perspektive eines Landesministers auch noch mal möglicherweise die Frage auf die Praktikabilität beantworten. Ja, vielen Dank, Frau Weih. In der Tat habe ich mich zu Wort gemeldet, weil ich nun in der seltenen Doppelrolle bin, dass mich dieses Thema nicht nur als Staatsrechtslehrer von seinem verfassungsrechtlichen Gehalt her wahnsinnig interessiert, sondern ich im Moment tatsächlich als für die Schulen verantwortlicher Minister auch ein paar praktische Gesichtspunkte, glaube ich, beisteuern kann. Ich will Sie mal an den letzteren teilhaben lassen. Ich will aber dann auch die für mich an dieser Stelle entscheidende Grundsatzfrage, die rechtliche Grundsatzfrage stellen. Und ich will mal mit der rein faktischen Beobachtung beginnen. Das Urteil ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Wir hätten fast Jahrestag begehen können. Und ich habe bisher im Land kein Problem. Ich habe 2 oder 3 Fälle, die uns sozusagen berichtet worden sind, wo mittlerweile Lehrerinnen Kopftuch tragen. In allen Fällen läuft alles, ich füge hinzu, Gott sei Dank, ich bin wirklich dankbar, läuft alles völlig friedlich und unproblematisch ab, welcher Gott auch immer. Das spricht eigentlich für das Urteil an dieser Stelle. Ich fürchte nur, dass das nicht so bleiben wird. Und das stützt sich auf 3 prognostische Entwicklungen, die man zum Teil schon beobachten kann. Die erste Entwicklung ist die, dass wir natürlich bei diesen wenigen Einzelfällen, die wir bisher haben, haben wir gut vielleicht auch mal den ein oder anderen Konvertiten dabei, aber vor allen Dingen natürlich Lehrkräfte, also Lehrerinnen, für die ihr Beruf vor dem religiösen Gehalt dieses Symbols rangiert hat. Die sind nämlich immer hingegangen und gesagt, also eigentlich würde ich ja gerne von meiner Grundeinstellung her Kopftuch tragen, aber das ist halt nicht zulässig, ich will aber Lehrerin sein, dann trage ich es halt nicht. Und jetzt haben sie festgestellt, oh, jetzt darf ich das tragen, dann würde ich es jetzt gerne anziehen. Wir werden, davon bin ich überzeugt, im Laufe der Jahre mehr und mehr auch Bewerber bekommen, für die dieses Rangverhältnis umgekehrt ist. Die sagen also, wenn ich das nicht im Dienst tragen dürfte, was ich jetzt dann dieses Urteils aber darf, dann hätte ich sogar meinen Berufswunsch Lehrerin aufgegeben, weil das für mich von solcher Bedeutung ist, in seinem religiösen Verpflichtungsgehalt, dass ich anders nicht leben kann. Und diese Menschen werden dann aber auch im Unterricht eine andere Ausstrahlung haben. Und damit mich bei dem zweiten Punkt, den Herr Heusch auch schon mal hat anklingen lassen, was wir auch schon zunehmend beobachten, ist ja ein Verhältnis der Schülerinnen und Schüler untereinander. Insbesondere natürlich in diesem Falle in einer bestimmten muslimischen Tradition erzogene Jungen, die, und zwar insbesondere gegenüber muslimischen Mädchen, weil die anderen zählen ja sowieso nicht, dieses Superioritätsgefühl ausleben, was sie irgendwie vermittelt bekommen haben. Und die zum Beispiel auch dann den Mädchen aber einem bestimmten Alter vorhalten, sie seien ja unislamisch, weil sie ja also hurenmäßig ohne Kopftuch und auch sonst in unzüchtiger Bekleidung durch die Gegend liefen, wer immer ihnen das eingeimpft hat. Da sind unsere Lehrer natürlich gehalten, dazwischen zu gehen. Ich meine, das widerspricht einem unserer wesentlichen Erziehungsziele. Aber wir kriegen die Rückmeldung, dass das zusehends problematischer wird. Und wer natürlich in eine solche Konnotation dann auch jemand reinkommt, der auch noch mit dieser religiösen Überzeugung dieses Symbol trägt, dann glaube ich, wird es, in diesem Falle speziell für die Mädchen, noch einmal zusätzlich problematischer. Und zwar selbst dann, wenn diese Lehrerin da keine aktive Stellung bezieht. Weil eigentlich müsste die aktive Stellung umgekehrt beziehen. Und der dritte Punkt, den hat Frau Lübbe-Wolf eben schon wunderbar auf den Punkt gebracht, dieses Urteil setzt natürlich ein Anreizsystem. Und deswegen muss man fast hoffen, dass es möglichst wenig gelesen wird. Entschuldigung. Wenn ich jetzt irgendwie ein Vater wäre,
der in seiner Schule wäre. Und ich hätte aus welchen Gründen auch immer etwas gegen dieses Symbol. Und ich würde dieses Urteil in seiner Tragweite erfassen. Dann kann ich daraus eigentlich nur die Handlungsanweisung ziehen, dass ich sage, also jetzt muss ich mal dafür sorgen, dass der Schulfrieden aber hier richtig gestört wird. Und glauben Sie mir, mit aufgebrachten Eltern, die eine Schule durcheinander bringen, habe ich mittlerweile einschlägige Erfahrungen. Nicht um Sachen Kopftuch, da gibt es viele Gründe, aber das geht sogar sehr schnell. Dann müsste ich eigentlich konsequenterweise die Frage stellen, also wenn ich dann nicht mich in die Position begebe, dass ich sage, okay, Frieden ist halt gestört, das schlägt Matthias Jestedt ja vor. Ich meine, das ist ja eine dogmatisch wunderbare, nahezu perfekte Lösung, von der ich nur gerade an diesem Punkt glaube, dass sie nicht funktionieren kann in der Praxis. Aber dann wäre der Vorschlag, dann muss eben die Lehrkraft zurückstecken. Na gut, das verstärkt dann aber die Prämie noch weiter, weil ich weiß ja, wenn ich richtig den Frieden gestört kriege als Kopftuchgegner, dann muss am Ende die Lehrerin klein beigeben. Also wenn ich das realisiere, das reizt mich ja noch zusätzlich an. Das auch wirklich zum Erfolg zu führen, weil der Erfolg ist ja nahezu garantiert. Dem könnte ich dann nur begegnen, wenn ich umgekehrt auch wieder sagen würde, also wenn jemand hier sozusagen die Störung des Friedens quasi mutwillig provoziert, dann kann er sich nicht darauf berufen, dass jetzt der Frieden gestört sei und dass hier die Lehrkraft zurückstecken müsste. Aber dann kommen wir in Schuldzuweisungskategorien. Und das möchte ich ehrlich gesagt auch vor allen Dingen keinem meiner Schulleiterinnen und Schulleiter zumuten, darüber dann letzten Endes vor Ort zu entscheiden. Das ist so ein bisschen zur Beleuchtung des Hintergrundes. Die für mich verfassungsrechtlich entscheidende Frage, die ich stellen möchte, ist aber die. Es ist ja völlig richtig, Matthias, was du gesagt hast. Grundrechtskollision ist eigentlich immer eine Frage des Einzelfalls. Und eigentlich lassen sie sich, soweit sie sich überhaupt perfekt auflösen lassen, auch nur mit Blick auf den jeweiligen Einzelfall auflösen. Jede Typisierung reduziert automatisch die Einzelfallgerechtigkeit. Aber das ist ja ein Phänomen, was wir im Recht häufiger haben. Eigentlich überall, wo wir typisieren, überall, wo wir mit abstrakt generellen Regeln arbeiten, muss die Einzelfallgerechtigkeit zurücktreten. Je gröber die Typisierung ist, umso größer ist typischerweise auch der Verlust an Einzelfallgerechtigkeit. Aber wir wissen auch, dass wir umgekehrt nicht der Versuchung erliegen dürfen, jetzt die perfekte Einzelfallgerechtigkeit herstellen zu wollen, weil sich dann einfach alle Regeln auflösen und das der Gesellschaft auch nicht bekommt. Und vor diesem Hintergrund möchte ich die Frage stellen, ist es nicht in einer so heiklen Situation, wo diese Grundrechtskollisionslage in vielerlei Hinsicht auftreten kann und das noch mitten in der staatlichen Sphäre, ist es da nicht das Recht und ich würde sogar sagen auch die Pflicht, deswegen fand ich das erste Urteil vollkommen richtig, die Pflicht des Landesgesetzgebers, sowas kann man nicht auch nicht durch ministeriellen Erlass regeln, meiner Ansicht nach, die Pflicht des Landesgesetzgebers an dieser Stelle reinzugehen und zu sagen, um genau all diese Konstellationen zu verhindern, nehme ich auch unter Verlust eines gewissen Maßes an Einzelfallgerechtigkeit, nehme ich hier die abstrakt generelle Typisierung vor. Denn wenn wir es andersrum machen, wenn wir das mal konsequent weiterdenken, auch wieder über den Bereich jetzt hier des Kopftuchs hinaus, dann würden wir eigentlich an ganz vielen Stellen, wo Grundrechtskollisionen vorliegen, darauf verzichten müssen, konsequenterweise abstrakt generelle Regeln durch den Gesetzgeber aufzustellen, würden sagen müssen, muss man sich den Einzelfall anschauen, sollen die Behörden, sollen in letzter Instanz die Gerichte entscheiden. Ich weiß aber nicht, ob wir uns mit dieser Entmannung des Gesetzgebers einen Gefallen tun. Vielen Dank. Also der Entmannung des Gesetzgebers möchte ich nicht das Wort reden. Das wäre ein Missverständnis. Das waren jetzt ganz viele Punkte. Noch einmal, also die Sorge, dass das nicht so bleiben wird, die Sorge teile ich und ich lese auch die Passage im Votum des ersten Senats, just in diese Richtung sollten sich die Verhältnisse verändern, dann kann man da auch anders reagieren. Dann kann man auch generellere Regeln treffen. Wir sind nicht mal abstrakt, bitte das zu unterscheiden. Das ist aber doch just diese Konstellation, die Senat auch anspricht. Das ist eine Frage wirklich des konkreten Kontextes, auf den die Regelung trifft. Und dann kann man auch anders reagieren. Nur wir müssen eben heute auch deinen Lehrerinnen, die ihn soweit beanstandungsfrei unterrichten, denen müssen wir eine Antwort geben. Und denen einfach nur zu sagen, ihr seid eben dann die rechtsstaatlichen Opfer, finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Ehrlich gesagt, man kann intelligente Techniken, ich habe hoffentlich eine halbwegs intelligente Technik vorgeschlagen, nochmal, das dreht ja alles zulasten der Lehrkraft. Aber wenn sie am Ende doch realisieren kann, das zu belegen, dann würde mir nichts Tragfähiges, ehrlich gesagt, mehr einfallen, ihr dieses Recht vorzuenthalten. Was den Schulfrieden angeht, diese Friedenskategorie angeht, denke ich,
Das wird uns auch nochmal Gelegenheit geben müssen und gibt auch den Schulen vor Ort Gelegenheit, die man da dann auch nicht alleine lassen muss, auch nochmal unser freiheitliches System zu reformulieren. Dass es Regeln gibt, dass es Rechte gibt, die Einzelpersonen zustehen, auch in der Schule. Und dass es nicht nur der Störer ist, der Rechte hat. Das wäre ja ein Missverständnis. Das, so ist diese Friedenskategorie auch nicht gemeint. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Störung von Funktionsfähigkeit des Schulehaltens, wenn ich es mal so reformulieren darf, ist ja keine Rückweichungskategorie. Ich sagte nur, am Ende muss man gegebenenfalls auch damit leben, dass die Lehrerin dann sagen muss, ja gut, wenn überhaupt nichts anderes möglich ist. Aber ich denke, es ist vorher sehr, sehr viel möglich. Und da muss sich die Schule sich auch in die Bresche werfen. Für die Lehrerin, für die Grundrechtsausübung der Lehrerin, soweit sie sich im Rahmen des Kopftuchtragens hält. Das möchte ich nochmal betonen. Du hast am Ende das auch gesagt, wie viele Konstellationen noch auftauchen können. Ich glaube, wir sind hier am äußersten Rand überhaupt mit dieser Konstellation des Kopftuchtragens. Es geht nur um das Tragen des Kopftuchs. Alles Weitere fällt schon nicht mehr darunter. Jede weitere Missionierung fällt schon nicht mehr darunter. Das kann man ganz anders sanktionieren. Das hat der erste Senat auch nicht zu entscheiden gehabt. Ja, es ging um das Kopftuch. Es ging nicht weitergehend um jegliche Form von Bekundung und so weiter. Da ist der Senat relativ zurückhaltend. Ja, von daher, daran würde ich ganz gerne noch mal erinnern, es geht nicht darum, dass wir jetzt im Prinzip zu befürchten haben, dass Islamunterricht in unseren Schulen oder sowas entsteht. Darum geht es nicht. Ja? Und vielleicht sollten wir umgekehrt, wenn wir bei großen und objektiven Perspektiven sind, sich objektiv nennenden Perspektiven sind, ich bin kein Freund des Wortes, der Kategorie, dann sollten wir vielleicht auch daran erinnern, dass es ja auch sinnvoll sein kann, wenn Kinder Lehrerinnen erleben, die ihren Lehrauftrag erfüllen und trotzdem ein Kopftuch tragen. Auch diese Perspektive wird man, an die darf man erinnern dürfen. Aus meiner Sicht ist weder das eine noch das andere grundrechtlich relevant, aber zum Hintergrund vielleicht ganz wichtig. Das Problem entsteht vor Ort und soll möglichst nicht am Ort bleiben. Also das habe ich in allen Landtagen gehört, das war immer unisono, dass die Lehrerverbände das sagen, verstehe ich. Ja, als Dekan, einer sitzt neben dir, ein weiterer, würden wir auch hoffen, dass vieles irgendwie das Rektorat löst und nicht auf der Fakultätsebene verbleibt. Das ist normal. Ja, ich will auch vieles nicht entscheiden. Aber ich kann es nicht sagen, deswegen lassen wir mal Grundrechte beiseite. Noch einmal, man könnte das vielleicht auch das intelligenter lösen, indem man sagt, das ist vielleicht keine Regelung, die vor Ort getroffen werden sollte, sondern vielleicht das Schulamt, das Oberschulamt oder das Ministerium irgendwie einbezogen werden sollte, dass die Dinge wirklich vom konkreten Ort wegkommen. Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Aber dass die Wünsche derer vor Ort andere sind, als vielleicht unsere verfassungsrechtlichen Aussagen, damit kann ich ganz gut leben, auch wenn es mich betrübt natürlich. Die Frage ist die, ob die Menschen vor Ort damit leben können, nicht ob wir damit leben können. Also das ist nämlich dann doch der entscheidende Punkt. Wenn die Lehrerverbände und die Elternverbände fast geschlossen sich anders positionieren und sagen, wir wollen diesen Konflikt nicht in der Schule austragen müssen, dann meine ich, ist das ein gewichtiger Grund zu sagen, der Gesetzgeber trifft eine allgemeine Regelung und schafft damit den Schulfrieden, selbst wenn es Fälle gibt, das will ich gar nicht bestreiten, von einzelnen Lehrerinnen, die dann eben, die also auch nicht in irgendeiner Weise den Schulfrieden konkret darüber hinaus gefährden wollen würden. Das ist im Grunde der Regelung eigen, die wir auch sonst, ich meine, mit dem Gefahrbegriff haben wir einen polizeirechtlichen Begriff. Es gibt eben auch im Polizeirecht die Verordnung, die eben auch die abstrakte Gefahr regelt. Und dann ist eben das ein Verstoß gegen die Verordnung, auch dann, wenn wir im konkreten Fall keine Gefahr haben. Das macht der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber ganz bewusst, um eben bestimmte Situationen allgemein zu regeln und die Praxis im Einzelfall zu entlasten. Es ging nicht um eine Kritik der Kategorie der abstrakten Gefahr. Das leistet, glaube ich, auch der Erste Senat nicht, sondern der Erste Senat pflegt das ein und sagt, wenn wir in diesem Grundrechtskonflikt uns das anschauen, haben wir keine Prävalenz, keine so große Prävalenz eines Wertes, dass man hier einfach mit der abstrakten Gefahr arbeiten kann. Das ist der Punkt. Und zu den Lehrer- und Elternverbänden darf ich vielleicht noch ergänzen. Ich würde mich ganz so laut auf die berufen, denn die haben, soweit ich es mitbekommen habe, in diesen 4 Landtagen immer gesagt, entscheidet das in die eine oder die andere Richtung, aber bitte nicht die einzelne Schule. Also es könnte ein ganz falsches Ergebnis in deinem Sinne rauskommen. Jetzt gibt es da hinten
noch Wortmeldungen? Zwei. Ja, Madowski, zweiter Senat, dienstjüngstes Mitglied. Ich war es also nicht, in keiner Hinsicht. Und ich will gerne den Versuch unternehmen, vielleicht alle Beteiligten gleichermaßen zu provozieren, also die Verteidiger und die Kritiker dieser Entscheidung. Einfach mit einer ganz kurzen Betrachtung über die Rolle des Verfassungsgerichts in diesem Streit. Meine These lautet nämlich, es ist gut, wie es ist. Wir brauchen diese Entscheidung alle beide und wir brauchen auch beide abweichenden Voten. Warum ist das so? Normalerweise wird ja gerne das Spiel Schwarze Peter gespielt, Karlsruhe bekommt den Schwarzen Peter und soll entscheiden in die eine oder andere Richtung. Und dann kann man hinterher kritisieren oder zustimmen. In diesem Fall haben wir jetzt schon 4 Stellungnahmen aus Karlsruhe. Und was ist passiert in der allerletzten? Der Schwarze Peter ist sozusagen geteilt worden. Ein bisschen was hat Karlsruhe bei sich behalten und entschieden. Aber ein größerer Teil des Schwarzen Peters ist zurückgewandert in die Praxis. Das ist aus einem, ich sage das aus meiner Erfahrung nach knapp 2 Jahren, extrem erfahrungsverdichteten Raum heraus geschehen. Suchen Sie mal ein Gremium, in dem so viele unterschiedliche Erfahrungen zusammensitzen wie in einem Senat in Karlsruhe. Ich konnte mir das nicht vorstellen vor 2 Jahren. Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue erstaunt, wie erfahrungsverdichtet es ist. Nur als kleine Anmerkung zu diesem wunderbaren Stichwort. Gut, aber warum glaube ich, dass meine These stimmt, dass wir zufrieden sein sollen damit, dass wir jetzt alle erbittert diskutieren über diese Entscheidung? Ich denke, die Antwort ist einfach die, wir befinden uns in einer Diskussion, deren Dimensionen wir noch nicht richtig erfasst haben. Die Diskussion ist nicht zu Ende und es ist einfach im Moment noch nicht die Zeit, dass Karlsruhe causa finita herstellen könnte. Das liegt, glaube ich, an 2 Dingen. Das eine ist, wir müssen in der Zukunft, das wird sicherlich lange dauern, 10, 20 Jahre vielleicht, ein staatliches Miteinander konstruieren, das allen Religionen, die in unser Land kommen und gekommen sind, das Gefühl gibt, teilhaben zu können in irgendeiner Weise. Wir diskutieren das ja schon ziemlich eifrig, aber ich finde noch nicht mit besonders überzeugenden Ergebnissen. Das ist eine Diskussion, die vor uns liegt, die wir führen müssen. In dieser Diskussion kann man einen Streit nicht beenden, wie alle Leute, die nach Karlsruhe gehen, das aber erwarten von diesem Gericht. Das ist hier noch nicht möglich. Und das Zweite, Entscheidungen sind, höre ich immer wieder in den Räumen da am Schlossbezirk, oft klüger als ihre Urheber. Das kann auch manchmal für Gesetze gelten. Und vielleicht liegt auch so ein Fall hier vor. Die Entscheidung ist 1 Jahr alt. Die Flüchtlingskrise, die sogenannte, hat uns ab September sozusagen erwischt und mir eines deutlich gemacht. Integration, die Aufgabe, die wir vor uns haben und die wir ja alle irgendwie anpacken wollen, darf natürlich nicht nur die Hinzugekommenen erfassen, sondern muss auch auf Multiplikatoren setzen, auf die, die schon hier sind und die wir für integriert hielten. Ich bin jetzt in Karlsruhe zuständig fürs Flüchtlingsrecht und was ich da an Verfassungsbeschwerden, an Schriftlichem bekomme von Leuten mit Migrationshintergrund, wie die sich äußern als diejenigen, die doch eigentlich als Multiplikatoren gefragt sein sollten, das erschüttert mich manchmal so ein bisschen. Das ist der zweite Grund, warum ich glaube, dass Karlsruhe mit diesem Thema noch nicht fertig sein darf. Deswegen meine ich, müssen wir diese Diskussion führen in allem Eifer, der hier auch zum Ausdruck kommt, vielleicht mit ein bisschen weniger Aufgeregtheit, als ich es jetzt bei Ihnen, Herr Heusch, so gesehen habe. Aber doch, wir müssen diese Diskussion weiterführen und es wird auch weitere Entscheidungen geben, glaube ich. Mit anderen Worten, was wir jetzt tun, trägt zur Lösung bei, aber niemand, glaube ich, niemand von uns kann sich im Moment hinstellen und sagen, die Entscheidung war richtig, weil, oder die Entscheidung war falsch, weil, soweit, meine ich, sind wir noch nicht. Provokation ist ausgeblieben. Das war ja eher ein nachdenklicher Einwurf, wenn ich das richtig verstanden habe, und als solcher sollte er auch stehen bleiben. Denn es scheint ja auch so, dass religionspolitisch Berlin mit dieser Frage noch nicht fertig ist und das auch kein Privileg von Karlsruhe ist, ob in erfahrungsgesättigten oder in verdünnten Räumen jeweils oder vielleicht in beidem. Das scheint ja die Metapher jetzt des Mittags zu sein. Gibt es weitere Wortmeldungen? Denn wir sind eigentlich am Ende und mir wird schon mehrfach die Uhr gezeigt. Ich habe gerade jedenfalls auch gelernt, Sie auch alle, Siri hat uns dieses Problem auch nicht vom Hals geschafft, was dazu führt wird, dass die Prognose nicht ganz falsch sein kann, dass wir, solange es dieses Format geben wird, das eine oder andere Jahr auch noch über höchstrichterliche Rechtsprechung in Sachen Religion reden werden. Vielen Dank, genießen Sie Ihren Kaffee und denken Sie daran, die Pausen gehören mit zum Programm.